aber ein Rassist will Kollega trotzdem nicht sein. Skandalrapper verbreitet antisemitische Karikatur. Er verbreitet weiter Burenhass. Rapper Kollega, 33, ist mit Fariban, 31, für das Album Jung, Brutal, Gut aussehend, für den Echo, nominiert. Die Ethikkommission des Musikpreises überprüft die Nominierung unter anderem wegen antisemitischer Texte, Bild berichtete. Jetzt verteidigt sich Kollega, bürgerlich Felix Blume, in einem Internetvideo, sagt unter anderem, Hip-Hop ist so weit von Rassismus entfernt wie keine andere Kultur. In seinem Video zeigt er dagegen eine ganz andere Gesinnung. Während Kollega spricht, wird eine krass antisemitische Karikatur eingeblendet. Zu sehen sind Männer mit Hakennasen und jüdischer Kippa. Die herabwürdige Zeichnung im Stil der Nazis suggeriert, dass Juden die Weltbevölkerung unterdrücken. Kollega will kein Rassist sein, verbreitet zeitgleich Burenrassenhass. Wie das zusammenpasst? Kollega zu Bild: Das Video, das eine missverständliche Grafik enthält, ist ohne meine Kenntnis erstellt worden. Von der Karikatur distanziere ich mich. Ich bin kein Rassist. Ohne Kenntnis. Verwunderlich, dass Kollega das Video trotzdem unter anderem auf seinem Facebook-Profil teilte. Allen jüdischstämmigen Fans will er jetzt freien Eintritt auf Lebenszeit bei Konzerten gewähren. Die anderen Fans des Rappers rufen wegen der Berichterstattung derweil zur Gewalt auf. Im Internet sind Kommentare wie, Bild, bald kommen wir alle und stürmen eure Redaktion mit Sprenggürteln, die Echo-Verantwortlichen diesen Hass wirklich mit einem Preis auszeichnen? Auf Bildanfragen waren die Musikpreismacher nicht zu erreichen.